fand es schon immer toll, wenn Leute sich sozial engagieren und habe das durch meine Familie auch viel mitbekommen. Meine Mutter und viele in meiner Familie sind auch in der Pflege tätig. Bin dadurch da so mit groß geworden, habe viele gute Sachen auch über den Beruf gehört und wollte mir dann selber noch mal ein Bild machen. Bin dann hier gelandet sozusagen und bin auch positiv überrascht. Also da waren einige, also die ganze Gesellschaft, da kann ich mein Umfeld auch nicht ausschließen, haben ja die Vorurteile, dass man nur den Arsch abwischt von den Leuten und die Leute füttert vielleicht noch. Aber da kann ich sagen, dass es gehört dazu, aber es ist viel mehr als das. Wir haben so viele Aufgaben, was man noch tut und mit den Bewohnern zusammen, was man mit denen erreichen möchte. Das ist nicht so ein Abfertigen, sondern mit den Bewohnern etwas erarbeiten. Und das ist für Leute, die in der Pflege arbeiten, unverständlich, wie solche Vorurteile überhaupt entstehen können. Also ich finde es total toll, wenn man sieht, wie man mit den Bewohnern etwas erarbeitet und dann die Fortschritte sieht und letztendlich dann auch das Ziel, wenn jemand beispielsweise lange im Bett lag und dann wieder anfängt zu laufen oder es schafft ein Dementer, wenn er alleine was isst oder sich alleine versorgen kann. Da geht einem schon das Herz auf und wenn die einen dann anlächeln und sich bei einem bedanken, das ist wirklich, ich glaube, eines der schönsten Gefühle, die ich habe. Also ich fand es schwierig, das, was man in der Schule gelernt hat, in der Praxis, das miteinander zu verbinden. Da muss man sich selber erstmal finden und einen Weg finden, wie man das miteinander verknüpft. Das ist am Anfang gar nicht so einfach, aber ich glaube, ich habe das ganz gut hingekriegt. Man sollte auf jeden Fall offen sein, wissbegierig, empathisch. Das ist ganz wichtig, dass man mit den Leuten gut umgehen kann. Teamfähigkeit ist das absolute A und O. Man sollte gerne in Kontakt sein mit Menschen und muss ich noch mal überlegen, was da noch sein sollte vielleicht.